Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Die Helene Fischer Show 2019 rückt näher. Inzwischen sind weitere Gäste der Sendung bekannt. Dabei gibt es gleich mehrere Überraschungen. Bei der diesjährigen Helene Fischer Show am ersten Weihnachtsfeiertag treten unter anderem Entertainer Thomas Gottschalk, Backstreet Boy Nick Carter und Schlagersänger Roland Kaiser auf. Angekündigt hätten sich für die ZDF-Show außerdem der österreichische Sänger Andreas Gabalier und US-Schauspieler Josh Groban, teilte der Sender am Mittwoch mit. Durch die dreistündige Sendung führt Helene Fischer selbst. Die Zuschauer der Show erwartet nach Angaben des Senders ein Programm aus Musik, Artistik und besonderen Inszenierungen. So soll Thomas Gottschalk zusammen mit Heinz Hönig, Mark Keller und Helene Fischer ein Stück aus dem Musical My Fair Lady interpretieren. Dass Gottschalk singt, damit hätte wohl eher die wenigsten vorher gerechnet. Die Show, die am 25. Dezember ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, ist bereits die 7. Ausgabe der ZDF-Produktion. Im vergangenen Jahr erreichte die Sendung fast 6 Millionen Zuschauer. Auch Max Rabe war schon mal in der Weihnachtsshow von Helene Fischer dabei. Nun packte er aus, wie Fischer hinter der Bühne wirklich ist. Bülent Ceylan steht als Gast für die Helene Fischer Show bereits fest, siehe unten, jetzt ist der nächste Promi durchgesickert, der bei der Aufzeichnung dabei sein und dann am 25. Dezember im ZDF zu sehen sein wird, Andreas Gabalier. Das berichten die Kleine Zeitung sowie verschiedene Schlagerportale. Das ist in mehrerlei Hinsicht eine Sensation, denn eigentlich wollte der Österreicher eine Schaffenspause einlegen. Doch für Helene Fischer macht man natürlich gern eine Ausnahme. Dazu kommen spektakuläre Details. Denn Gabalier soll neben einem eigenen Song auch ein Duett mit Helene Fischer singen. Und, dieses könnte vielleicht englischsprachig sein. Zwei absolute Größen der Schlagerwelt in eher ungewohnter Sprache, es gibt allem Grund, neugierig zu sein. München war das schlimm. Fans von Helene Fischer waren lange Zeit gewöhnt, dass sie von ihrem Star mit jeder Menge Musik, Konzerten und TV-Präsenz verwöhnt werden. Doch seit sie mit Thomas Sittell zusammen ist, machte sie sich 2019 ziemlich rar. Immerhin ist ein Ende der Durststrecke in Sicht, Helene Fischer nimmt wieder Fahrt auf. Im Oktober gibt's einen Privatauftritt, ein neuer Song mit Robbie Williams ist in Sicht. Für 2020 sind schon erste Konzerte angekündigt. Und, die traditionelle Helene Fischer Show zu Weihnachten darf natürlich 2019 auch nicht fehlen. Übrigens soll das nächste Konzert in Wolladingen in Baden-Württemberg stattfinden. Für das Konzert von Helene Fischer hat die Polizei jedoch schlimme Befürchtungen. Zu dieser ist jetzt ein spektakuläres Detail durchgesickert. Genauer gesagt, ein unerwarteter Gast. Comedian Bülent Ceylan wird bei der Helene Fischer Show am 25. Dezember im ZDF dabei sein. Das bestätigte Bülent Ceylan dem Nordkurier. Helene und ich kennen uns, ich weiß, dass sie meine Comedy mag. Der Comedian bei Helene Fischer, das kommt ziemlich überraschend. Schließlich empfängt Helene Fischer eher Stars aus der Schlagerbranche oder auch mal einen Kiefer Sutherland. Aber einen Comedian, der noch dazu dafür steht, nicht gerade glatt gebügelt zu sein? Doch bei Helene Fischer wird Ceylan ganz zahm. Mehr noch, er hat sogar einen großen Traum. Mit ihr zusammen zu singen. Mal schauen, vielleicht singen wir sogar zusammen. Das wäre echt mega, schwärmt er. Am Freitagabend, 18.10., sang Bülent Ceylan laut Westfalenblatt zum Abschluss seines Paderborn-Auftritts eine Heavy-Metal-Version des Helene Fischer-Hits Atemlos durch die Nacht. Bülent Ceylan scheint Geschmack am Singen bekommen zu haben. Er steckte bei der umjubelten ProSieben-Show The Masked Singer bekanntlich unterm Kostüm des Engels. Das schlägt sich auch auf seine eigenen Auftritte nieder. Plötzlich wollten alle, dass ich auch in meinen Shows singe, so Ceylan. Wenn es am Ende genug Applaus gibt, dann werde ich in der Zugabe auch singen. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.